Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Zahlen, Daten und Fakten Video. Ihr seht es, hat sich im Hintergrund ein bisschen was getan. Ich bin umgezogen in ein neues Büro und dementsprechend wird sich in den nächsten Tagen, Wochen noch ein bisschen was verändern. Aber darum soll es nicht gehen. Wir sprechen heute natürlich in dieser Crash Week darüber, wie es weitergehen könnte. Ihr habt es mitbekommen, am Montag ist in Japan einiges kollabiert. Das hat die gesamten Märkte runtergezogen und auch der Kryptomarkt hat ordentlich geblutet. Mittlerweile wieder einiges aufgeholt, aber wir waren teilweise schon unter 50.000 Dollar bei Bitcoin. Die Frage, die sich jetzt viele stellen, war es wirklich nur ein Urlaubskrimi und geht die ganze Show jetzt so wie gewohnt weiter und wir sehen bald wieder neue Allzeithöhen? Oder aber war das eventuell der Vorbote für einen noch viel drastischeren Crash in naher Zukunft? Wir werden beide Szenarien mal durchspielen. Es gibt sowohl für das positive als auch für das bearische Szenario ein paar Daten, die wir anschauen werden. Und natürlich gibt es auch zu XRP einige Neuigkeiten. Zum einen gibt es mal wieder einen näher eingegrenzten Zeitraum, wann der Fall zu Ende gehen soll, zumindest laut Brad Garlinghouse. Und der XRP-Ledger wird angehalten. Diese E-Mail habe ich heute Morgen von euch bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Er hat mich natürlich erstmal in Schockstarre versetzt, habe ich mich mal ein bisschen näher auseinandergesetzt. Von daher werden wir uns gleich mal anschauen, was hat es damit auf sich? Ist das der erste Reset in 12 Jahren? Werden jetzt vielleicht alle Banken scharf geschaltet und explodiert der Kurs komplett über Nacht? All das werden wir heute besprechen. Los geht's, wie immer, nach dem Intro. Ja, Freunde, was für ein überraschendes und krasses Blutbad war das bitte am Montag. Da ahnt man nichts Böses, öffnet sein Portfolio oder sein Handy und sieht schon tausende Nachrichten von Leuten, von Newsseiten und alle mit den bösesten Meldungen. Ich habe dann gleich mal Livestream gestartet, mit euch gemeinsam mal die Sache auf uns wirken lassen. Und wir haben schon im Livestream gesagt, wir warten mal ab, wie der US-Markt reagiert. Ja, die ganze Welt hat auf die Börseneröffnung der USA gewartet. Das war bei uns, glaube ich, so um 15:30 Uhr unserer Zeit. Und alle dachten, jetzt geht der Abverkauf erstmal so richtig los. Aber eigentlich ist seit dem US-Markteröffnen am Montag alles wieder in die andere Richtung gelaufen und wir haben eine richtig schöne Erholung gesehen, eine V-Shape Recovery, wenn man so will, eine richtig schöne V-Korrektur. Also, wenn das wirklich das Ende war, Glückwunsch an all diejenigen, die nachgekauft haben. Warum es aber eventuell doch noch schlimmer werden könnte, werden wir uns gleich mal anschauen. Beginnen wir doch zunächst einmal mit einem kurzen Blick auf den Nikkei. Das ist quasi der japanische Aktienindex, so wie bei uns der DAX. Und da seht ihr schon, wir haben jetzt mal die 6-Monate-Übersicht oder die Jahresübersicht. Wir haben eine schöne, ja, Recovery, also Erholung, ja. Was aber Fakt ist, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, beim Traden gibt es ja verschiedene Mechaniken, wie man den Preis beobachten kann. Die allermeisten wählen eben ganz normal die Diagramme oder Kerzendiagramme oder was auch immer und verfolgen dann den Chart und dann bilden sich gewisse Muster. Man erkennt dann so Widerstandszonen oder Supports, also Unterstützungszonen. Und ein Chart sollte normalerweise eine gewisse Struktur nicht einfach brechen. Das heißt also, wenn Bitcoin die ganze Zeit beispielsweise auf 50.000 gehandelt wurde, dann mal auf 55 steigt und dann wieder nach unten geht, dann wird normalerweise diese 50.000er-Marke eine ordentliche, solide Unterstützung sein. Fällt man da runter, hat man dann meistens einen enormen Preisverfall, weil das eben dieser sozusagen dieser Haltebereich ist, ja. Und das im größeren Stil sieht man natürlich auch bei den einzelnen Indizes. Wenn wir uns vielleicht mal die letzten 5 Jahre anschauen, sehen wir, dass es in Japan auch immer ein Auf und Ab ist. Ja, der Nikkei hat aber insgesamt einen ordentlichen Aufwärtstrend. Und da sehen wir meiner Meinung nach zumindest gerade einen Strukturbruch. Beim 5-Jahres-Muster noch nicht mehr ganz so stark wie auf Jahressicht, aber je größer die Zeiträume, desto bedeutsamer natürlich. Also auf Jahressicht definitiv ein Trendbruch. Im 5-Jahres-Chart würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon auf dem guten Weg, einen Trend zu brechen. Und das hat dann meistens zur Folge, dass wir eben von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend rutschen. Einige böse Zungen würden vielleicht schon von Rezession sprechen. Soweit will ich nicht gehen, aber das ist jetzt erstmal so die sachliche Feststellung. Es gibt natürlich zwei Seiten. Die einen sagen, das war's schon, wir haben eine Erholung, ich hoffe, du hast den Dip gekauft, so ungefähr. Und andere, die sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Sprechen wir doch direkt mal über Bitcoin. Gucken wir uns mal an, wie es da weitergehen könnte. Dort ist zumindest die letzten Stunden eher bullisches Momentum. Die Leute haben das Gefühl, das war es bereits und es hat Sinn gemacht, nochmal schöne Dip zu kaufen. Andere wiederum schauen sich jetzt auf Chartbasis einige Zahlen an und einige mögliche Pattern, die eher negativ sind. Und so wird zum Beispiel jetzt gerade auch über das Thema Todeskreuz gesprochen. Das Todeskreuz ist im Prinzip das Gegenteil vom goldenen Kreuz, vom Golden Cross. Golden Cross bedeutet, in diesem Fall seht ihr eine rote und eine blaue Linie. Wenn die rote Linie von unten nach oben durchkracht, dann ist es in der Regel ein Golden Cross, also ein sehr bullisches Vorzeichen. Wenn das Gegenteil passiert, nämlich die rote Linie durch die blaue Linie kracht, dann haben wir ein Death Cross, was normalerweise mit einer saftigen Korrektur verbunden ist. Was allerdings Fakt ist, ist, dass es noch nicht
soweit ist, dass die beiden Linien sich berühren. Und dazu gibt es einen schönen Artikel hier. Bitcoin steht kurz vor der Bildung eines Todeskreuzes. Das Death Cross weist auf eine aktuelle Preisschwäche hin und entsteht, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt, in diesem Fall also ein 50-Tage-gleitender Durchschnitt, unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt, in diesem Fall der 200er. Also ihr seht, 50er ist die rote Linie, 200er die blaue Linie. Und wenn der kürzere Intervall durch den größeren Intervall rutscht, haben wir eben dieses Todeskreuz. Wenn wir weiterhin bei nur 57.000 Dollar bleiben würden, würde sich eben dieses Todeskreuz bilden. Wenn Bitcoin allerdings auf 61.600 steigen könnte, dann würde dieses Chartmuster ungültig werden. Also ihr seht, es gibt natürlich momentan viel. Also die Unsicherheit ist immer noch in den Märkten, auch wenn wir einen gewissen Rebound hatten und die Leute einigermaßen glücklich sind, dass der Kurs wieder zurückkam. Wir haben halt immer noch ordentlich verloren. Selbst jetzt, nachdem Bitcoin wieder einiges aufholen konnte, sind wir bei über 13% im Minus auf 7 Tage betrachtet. Und dementsprechend wird es sehr, sehr spannend, wie es jetzt weitergeht. Sollte Bitcoin also über die 61.000 Dollar gehen, ist das böse Death Cross vorerst einfach vom Tisch. Sollte Bitcoin das nicht schaffen, würde das Death Cross gebildet werden. Und das hat normalerweise zur Folge, dass man in etwa sowas sieht, dass man dann wirklich eine ordentliche Korrektur sieht, die sich dann auch länger hinzieht. Was dafür spricht meiner Meinung nach, dass wir noch nicht fertig sind mit der Korrektur. Ich möchte von daher absolut keine Panik schüren, aber mit euch sachlich über mögliche Szenarien sprechen und vor allem auch Dinge sprechen, die einfach nachweislich da sind. Nämlich wir haben hier zumindest mal auf mittelfristige Zeitfenster, also wenn wir auf den Jahreschart gucken, auch beim DAX zum Beispiel, ein Strukturbruch, ja. Und so ein Strukturbruch hört sich vielleicht für Außenstehende an, wie eine Sache, die mir mal kurz passieren kann. Aber so eine Struktur zu brechen, hat sehr weitreichende Konsequenzen charttechnisch. Denn normalerweise, wenn eine Struktur gebrochen wird, dann wandelt sich der Trend. Und wir haben ja jetzt überall, teilweise wirklich schon seit Monaten, gar Jahren, einen riesigen Aufwärtstrend, den wir erkennen können in allen möglichen Indizes. Und jetzt sehen wir halt bei einigen wichtigen, wie zum Beispiel auch den Nasdaq, sehen wir auch hier einen Strukturbruch. Und das ist das Erste, wo ich mir schon mal Gedanken drüber mache. Ja? Das muss erstmal nicht heißen, aber das sollten wir zumindest mal im Hinterkopf behalten. Also erstens, bei Bitcoin konkret gucken wir einfach mal, ob sich dieses Todeskreuz entwickelt und zum Zweiten schauen wir mal, wie schnell und ob die Indizes alle wieder aus dem Knick kommen und wieder fortlaufen, also den Trend weiter fortführen oder ob es jetzt wirklich zu einer Trendumkehr kommt. Was ist eigentlich passiert in Japan? Die Sorgen über eine mögliche Rezession in den USA nahmen bis zum Ende der letzten Woche zu und wurden durch den schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht der USA und die Zahlen für die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Juli am Freitag noch verstärkt. Da waren die Märkte bereits nervös und dementsprechend sollen jetzt die schlechten Lohnzahlen aus den USA verantwortlich dafür sein, dass das quasi so der letzte Tropfen, weil der das fast zum Überlaufen bringt. Mit Sicherheit spielt das eine wesentliche Rolle, wie sich die USA und deren Arbeitsmarkt entwickeln. Meiner Meinung nach begründet das aber nicht diesen Kollaps. Ja, natürlich war das jetzt zeitlich wahrscheinlich, wie gesagt, das letzte Mosaik, das gefehlt hatte, aber da war schon einiges vorher im Argen und unter anderem ist Japan das am meisten verschuldete Land weltweit. Wusstet ihr das? Die größte Staatsverschuldung der Welt, noch mehr Schulden als Griechenland oder Eritrea oder gar Venezuela, hat Japan. Und auf der Basis versteht man auch, warum Mr. Poole zum Beispiel ausgerechnet immer über Japan gesprochen hat. Also so deutlich das zumindest. Sieht ja aus wie dieser Mittelpunkt auf der japanischen Flagge. Ja, und hier sieht man einen Tsunami, also irgendwas, was auf jeden Fall für sehr viel Unruhe sorgt. Und auch hier, das ist übrigens das Originalbild, das hier war da irgendwann mal, glaube ich, hinzugefügt. Ja. Hier sieht man auch, wie dieser Ball, also wahrscheinlich Japan, die Dominos zum Fallen bringt. Und das ist meiner Meinung nach ja gar nicht so unplausibel, wenn sie sowieso das am meisten verschuldetste Land sind und gleichzeitig aber auch sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Aber auch das nur im Hinterkopf behalten, das alles hat nichts zu bedeuten. Japan war auch schon vor dem Montag, den wir erlebt haben, ganz oben an der Liste und wahrscheinlich auch schon viele Jahre. Von daher soll das ja keine Panik sein, sondern einfach nur mal das Aufgreifen von verschiedenen Zahlen, denn die wenigsten von euch werden Japan im Blick gehabt haben die letzten Monate. Und mich interessiert nicht, ob der Kurs schnell wieder zurückkommt, sondern mich interessiert immer viel mehr, was ist die Ursache gewesen? Also was ist denn eigentlich jetzt der Grund für diese Panik am Markt? Kommt da vielleicht bald der nächste große Schock? Beantworten kann das niemand, aber was wir wissen, ist, dass wir einige sehr, sehr wichtige Indikatoren haben und die haben sich nach wie vor nicht verändert. Und diese Grafik fand ich auch nochmal sehr interessant. Einige von euch kennen sie, die Yield Curve, also die Zinskurve. Zinskurve oder die Yield Curve, die ist normalerweise nach oben geneigt und zeigt an, dass je länger man jemandem Geld leiht, desto höher wird die Rendite. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr euch einen Kredit aufnehmt oder wenn ihr anderen Leuten einen Kredit gewährt, dann möchte natürlich derjenige, der den Kredit vergibt,
irgendwie Zinsen bekommen. Je länger er auf sein Geld warten muss, desto höher ist in der Regel der Zinssatz und so funktioniert normalerweise die Wirtschaft und das Kreditgeschäft. Kurioserweise gibt es aber bei amerikanischen Staatsanleihen als Beispiel ein kurioses Phänomen, und zwar, dass manchmal die kurzfristigen Darlehen viel mehr Zinsen bekommen als die langfristigen, was ja total absurd klingt. Das liegt aber ganz einfach daran, Amerika als Beispiel braucht eben schnelles Cash, brauchen jetzt Geld und wollen so schnell wie möglich an Kohle kommen und machen es dadurch enorm attraktiv für ausländische Investoren, indem sie sagen, hey, selbst wenn du unsere Staatsanleihen nur für einen ganz kurzen Zeitraum leihst, kriegst du von uns ordentlich Kohle dafür und ordentlich Zinsen, also her mit deinem Cash, wir brauchen es jetzt. Und wenn das passiert, redet man von der umgekehrten Zinskurve, also die inverse Zinskurve. Eine inverse Zinskurve zeigt, dass die Zinsen für langfristige US-Staatsanleihen niedriger sind als die kurzfristigen Zinsen. Bei einer inversen Zinskurve sinken die Renditen, je weiter die Fälligkeit nach hinten rutscht, was ja total absurd ist, ja. Und die zeigt dann eben eigentlich an, wie dringend ein Land gerade Geld braucht. Und das kann dann, wenn man zwischen den Zeilen liest, natürlich ganz klar machen, ob ein Land gerade in Schwierigkeiten ist oder nicht. Und heute mal etwas schwerere Kost, Freunde. Aber nach so einem Crash, den wir erlebt haben, sollten wir schon das große Ganze verstehen, warum so viele Leute so panisch sind und Angst haben davor, dass doch noch der große Knall kommen kann. Das sind eben unter anderem solche Werte, die einen sehr, sehr langen Zeithorizont haben. Guckt euch nämlich mal an, was passiert ist, wenn wir in so einer Phase waren, wo Staatsanleihen, in die nur kurzfristig investiert wird, viel mehr Zinsen abgeworfen haben, als die, wo man langfristig investiert. Absurd. Und da seht ihr, das letzte Mal war zum Beispiel hier 81. Ja, und kurz nach 81 gab es eine krasse Rezession. Oder auch hier, zwischen, was ist das, 89 wird es wahrscheinlich sein, hatten wir danach eine Rezession. Oder auch hier, sobald die Kurve ihren Punkt erreicht hat, sehen wir danach eine Rezession. Und das zieht sich immer so weiter. Und das letzte Mal, bevor wir da sind, wo wir heute sind, war hier. Das war etwa so 2020 um den Dreh. Das war wahrscheinlich die Covid-Geschichte. Und auch da sehen wir, haben wir uns danach in einen Abwärtstrend verfangen. Und jetzt sind wir gerade hier. Schaut euch mal an, was für ein aussagekräftiger Bereich hier gerade ist. Das hier ist so ein Niveau, das erinnert ein Stück weit an 81. Und da wir wissen, was danach gefolgt ist, gehen eben einige davon aus, dass es auch hier nur noch eine Frage der Zeit ist. Ja, Freunde, das erstmal so ganz sachlich zu den Zahlen. Ich will das gar nicht bewerten. Ich will jetzt weder der Crash-Prophet sein, noch will ich hier alles in den Himmel jubeln. Fakt ist eins, wir sind momentan in sehr, sehr schwierigen, undurchsichtigen Zeiten, sowohl politisch als auch weltwirtschaftstechnisch. Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht all-in gehen beim Nachkaufen, sondern weiter in Tranchen nachkaufen. Hab allerdings keinen einzigen Wert verkauft. Ja, ich halte meine Coins nach wie vor und anlegen sollte keine Politik sein. Einige meinen auch, ja, Warren Buffett hat Schuld. Warren Buffett hat das schon vor Monaten angekündigt, diesen Verkauf, und nicht erst vor ein paar Tagen. Und so funktioniert es übrigens ganz generell bei den großen Anlegern. Die müssen das vorher der SEC melden und die müssen das freigeben, die Verkäufe, und dann wird irgendwann der Verkauf Monate später umgesetzt. Also mit Sicherheit weiß Warren Buffett jede Menge und mit Sicherheit auch viele Insights, aber ich sehe keine direkte Korrelation dazwischen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie steht ihr aktuell dazu? Glaubt ihr, dass das jetzt nur der Anfang war? Kommt da noch was viel, viel krasseres oder war das wirklich nur ein Urlaubskrimi und wir sehen jetzt eigentlich wieder schnurstracks die nächsten Steigerungen und Bitcoin macht dann vielleicht doch noch dieses Jahr einen ordentlich fetten Bullrun und zieht die Alts mit. Wie seht ihr das Ganze? Ja, last but not least kommen wir nochmal kurz zum XRP-Update. Ein baldiges Ende des Rechtsstreits wird erwartet und könnte weitere Klarheit für den Stablecoin bringen. Hier geht es um den Stablecoin und inwieweit der jetzt eben irgendwie Ende des Jahres starten soll. Aber was ich interessant fand, war noch das hier. Laut Brett Garlinghouse könnte dies schon Ende Sommer geschehen und nach Ansicht, ich glaube, des Juristen McBridge, sollte es spätestens Ende September soweit sein. Also haben wir mal wieder einen vermeintlichen Monat, wo das Ganze ein Ende finden soll. Aber schauen wir mal, Freunde. Ich bleibe bei August. Wir gucken mal, wie das Ganze ausläuft. Ja, und dieser Tweet geht momentan durch die Gegend. Ja, Breaking, Ripple XRP Ledger to shut down. Also der Ripple Ledger wird abgeschaltet. Ja, so zumindest der Crypto-Hulk und einige XRP-Leute im Internet. Und ich dachte erstmal, ich traue meinen Augen nicht. Wie? Nach 12 Jahren schalten die jetzt den XRP Ledger ab? Was ist da los? Einige haben schon die Vermutung, jetzt werden die Banken scharf geschaltet, jetzt wird ISO scharf geschaltet oder sonst was. Auch wenn ich gerne auf solche Züge aufspringen würde, muss ich einfach sagen, Freunde, es ist nichts dergleichen. Denn der XRP Ledger wird nicht als solches neu gestartet, sondern das Testnetzwerk wird neu gestartet. Der Reset des XRP Ledger Testnetz am 19. August soll die Stabilität und Effizienz der Plattform verbessern und eine robustere Umgebung für Entwickler schaffen. Ripple evaluiert die Integration von EVM-Funktionen. Ihr erinnert euch, dass der XRP Ledger also in Zukunft auch mit Ethereum kommunizieren kann. Wird zum Beispiel auch ziemlich wichtig für diesen Stablecoin, den Ripple aufsetzen will. Und sie wollen auch noch das Thema Tokenisierung und DeFi-Anwendungen revolutionieren. Und das alles soll eben mit diesen
Update oder mit dem Upgrade vorbereitet werden, ja? Und nach technischen Problemen des Automated Market Makers, ihr erinnert euch, vor ein paar Monaten war ja da schon mal Probleme, haben sie jetzt eben überlegt, okay, wir werden ein Reset machen des Testnetzwerks. Das Ganze wird am 19. stattfinden, dauert auch noch 15 Minuten und auch da werden die Transaktionen des Testnetzwerks nicht komplett abgeschaltet, sondern es wird nur auf Schwierigkeiten hingewiesen, die passieren könnten. Und das ist auch nicht der erste und einzige Ausfall, sondern solche Ausfälle, nennen wir sie jetzt einfach mal so Upgrades, gibt es halt regelmäßig, manchmal umfänglicher, manchmal weniger umfangreich. Und das hier ist jetzt eines mit Abstand der umfangreichsten Upgrades überhaupt. 15 Minuten lang wird normalerweise nicht alles runtergefahren, normalerweise geht es viel schneller. Aber nein, Freunde, so gerne ich es mir auch wünschen würde, das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass jetzt alle gleichzeitig XRP kaufen und XRP für die weltweiten Abwicklung verwenden, sondern das ist eher eine technische Verbesserung, die insgesamt dem Fundament guttun wird. Und somit seid ihr jetzt, was diesen Mythos betrifft, auch im Bilde. Ja, Freunde, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir haben momentan eine wirklich spannende Woche, die vielleicht sogar noch spannender wird zum Wochenende hin. Ich bin mal gespannt, was kommt. Morgen gibt es ein Video von mir, wo ich euch mal vorstelle, welche Projekte ich aktuell kaufe. Jetzt nicht nur dem Crash geschuldet, sondern ganz generell. Was akkumuliere ich eigentlich gerade? Habe ich lange nicht mehr mit euch geteilt. Werden wir morgen machen. Freue ich mich schon drauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut in die Tasten, wie ihr den Crash einschätzt. Und lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr einen Mehrwert hattet. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, freue ich mich über euer Abo. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao.